Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Clone Wars. Nein, Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Aha. Aber es ist Star Wars The Clone Wars. Der Schatten der Malevol... Was ist das? Das Schiff ist das. General Grievous. Also wie das heißt das? Aha, Kapitel 2. Der Schatten der Malevolence. Wie? Malevolence. Malevolence. Anakin Skywalker glaubt, dass General Grievous das Kalida Meat Center mit seinem scheinbar unbezwingbaren Schiff Malevolence angreifen wird. Und plant einen gewagten Überfall. Ah, doch, an die Folge erinnere ich mich. Begleitet von Meister Plo Koon in seinem Jedi-Sternjäger führt Anakin die Schattenstaffel und ihren Y-Fighter in einer kühnen Mission an. Das Kriegsschiff der Separatisten muss ausgeschaltet werden, bevor es seine zerstörerischen Ionenkanonen auf das Medcenter richten kann. Also Y-Flügel das zu nennen, das heißt Y-Wing. Nee, das ist einfach nur schlimm. Y-Flügel. Chicken Wing, ne? Ja, klar. Ach, das ist Plo Koon. Ja, und das ist auch der Jäger, in dem er stirbt. Der stirbt in der Folge? Nee, in Part 3. In Episode 3. Hey, eine Flugmission. Nein. Jawohl. Nein. Mal was ganz Neues. Nein. Ich dachte, das hätten wir jetzt endlich hinter uns. Was? Das beginnt gerade erst. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen muss. Ich flieg einfach mal und schieß hier irgendwas ab. Immerhin bist du nicht Plo Koon. Den magst du doch nicht, oder? Doch, den mag ich schon eigentlich. Eigentlich. Münzen. Jede Menge Münzen. Ja, du hast den Y. Ich weiß gar nicht, wie der von mir heißt. V-Wing? Nee, weiß ich echt nicht. Ich hab... Ah, hier ist ein Pfeil irgendwie. Ich flieg mal dahin, wo der Pfeil hin zeigt. Ja. Könnte vielleicht ganz nützlich sein. Aber das Schiff von dem ist leicht schnell. Hey. Ich wurde anvisiert oder so. Ja, und jetzt? Hallo? Pfeil? Wo ist ein Pfeil? Wie bist du da runtergekommen? Nirgendwo unten. Doch, du bist eine Etage tiefer. War keine Absicht, versichere ich dir. Ich mache einfach mal das Schiff hier kaputt. Oder alles. Vielleicht müssen wir auch, ja, aber wir müssen irgendwoher solche Torpedos bekommen. Ja, weil wenn wir keine Torpedos bekommen, dann können wir auch nicht nach da unten fliegen. Vermute ich mal. Aber jetzt werden mir immerhin auch was angezeigt. Jetzt sehe ich auch... So, wo muss ich hin? Aber dieser Pfeil ist irgendwie nicht wirklich... Hey, ich will Torpedos. Wo gibt's Torpedos? Unterlicht anzudocken. Drücke dann, um eine andere Ebene zu erreichen. Ah, okay. Was? Du musst zu dem Ding hinfliegen, dann Y drücken und dann kannst du nach unten. Zu dem hier? Ja. Ja, jetzt nicht mehr. Miau. Okay. Hat geklappt. Und hier gibt's dann wahrscheinlich auch welche... Die Torpedos, die wir oben brauchen. Oh, hey, es gibt auf jeden Fall viel zu zerstören. So soll es doch sein. Jede Menge schöner Sachen, die wir hier in die Luft jagen können. Jede Menge neue Steine, die wir ergattern können. Dum didum, dum didum, didum, didum. Nur eines finden wir nicht. Ah, wir können hier sogar das Schiff landen. Echt? Ja. Kann man dann in den Boden übergehen? Ich weiß nicht, ja, ich vermute mal. Wo kann man, wie landet man? Y steht doch da unten. Ach, da vorne. Okay, das ist zumindest mal eine ziemlich coole Idee, dass man hier so... sich das alles teilt. Auch Bodenkampf. Das erinnert so ein bisschen an die Star Wars Battlefront Spiele, in dem man auch mal besonders Star Wars Battlefront 2, wo es auch so Luft Raumschlachten gab und grün. Da konnte man habe ich aktiviert. Bist du auch daneben hier irgendwo gelandet, oder? Das ist mein Schiff. Ach. Mein Schiff. Richtig, es war dein Schiff. Nein, es ist mein Schiff. Ja, dann nehmen wir eben dieses hässliche Viech. Ja. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Meistens ja eigentlich ein Jäger und dann... Aber das Coole ist, die tanken jetzt automatisch drei auf einmal. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Ja, deins ist ja ein Jäger und meins ist ja eigentlich ein Bomber, glaube ich. So, wo müssen wir jetzt hin? Jetzt müssen wir nach oben. Ah ne, ich hol mir lieber nochmal Nachschub, bevor ich nach oben... Also ich habe nur drei. Wie kann man denn maximal haben? Okay, mehr. Also der hat ja bei mir automatisch aufgenommen. Drei auf einmal. Drei mit einem Streich. Ich hab vier. Also, oh, hier ist so ein cooles Teil. Hey, Fifi, komm her. Ah, du hast den vor mir bekommen. Nein, und ich bin tot. Toll, jetzt muss ich mir die ganzen Dinger nochmal neu hören. Da fliegen überall so hässliche kleine Jäger zwischen mir. Mir und meinem Ziel. Hier noch eins. Was fällt denn eigentlich ein? Die wollen sich tatsächlich verteidigen. Hey, ich hab's kaputt gemacht. Aber das Schiff ist doch eigentlich unzerstörbar, stand doch da im Intro. Ach, das ist diese Malevolence. Malevolence, ja. Ein schönes Schiffchen.
Ja, schön, dass du auch so lang zum Landen brauchst. Natürlich, sonst wäre es ja langweilig. Kann ich eigentlich diesen Strahler hier kaputt machen? Nee, du kannst ihn nur anders ausrichten, die Strahler, was das bringt. Ich habe keine Ahnung. Wo sind die Dinger? Da ist es. Und Feuer! Ah, genau, da wollte ich rein. Perfekt. So, wo muss der andere reingesimmelt werden? Da, da muss der andere reingesimmelt werden. Sehr schön. Jetzt habe ich aber beide, glaube ich. Nee. Habe ich beide? Nee, da hinten muss noch einer hin. Kann ich hier nichts machen? Was ist da los? Weiß ich nicht, aber ich weiß, wo ich hin muss. Ja, der zeigt mir hier auch irgendwelche Schilderchen an, aber ich dachte, ich kann hier drin irgendwas Cooles machen. Nee, da kannst du nur diese Dinge aktivieren. So, ich glaube, ich habe hier was Ordentliches kaputt gemacht, oder? Nö, schade. Ah, hier ist Schutzschild, genau, wo ich rein kann. Au. Ah, da muss man mal ewig suchen, bis man diese Transportdinger für ihn findet. Diese Hyperraum-Gefährte da. Wie heißen denn die? Ich hab ihren Namen vergessen. So, jetzt hier schalte ich noch irgendwas an. Nein, da sollst du rein. Reinfliegen. Cool, ich bin voll cool. Yay. Schneller. Was möchtest du mir mitteilen? Möchtest du mir etwas mitteilen? Nee. Nicht? Nein. Computer sagt nein. Und du mit deinem Computer. Machst du das überhaupt? Keine Computer? Doch, aber wo hast du das her? Little Britain. Oh Gott. Schön meine ich natürlich. So, oh, man kann jetzt endlich aber mal das Interschwert auf Druiden werfen. Konnte man das vorher nicht in den vorherigen Parts? Ich glaube schon. Also in den anderen Spielen konnte man es. Hey, du hast auch was kaputt gemacht. Ja, ich wollte auch mal was Konstruktives leisten. Na, dass das Schiff funktioniert noch, ist auch bemerkenswert. Nennen wir es bemerkenswert. Hey, ich hab das doch hier. Ah, ich muss diese komischen Schilddinger da zerstören, ne? Ich muss hier landen, das weiß ich auf jeden Fall. Ui. Warst du das oder war ich das? Ich weiß es nicht. Ja, weiß ich wohl. Müssen wir wahrscheinlich beide Seiten von dem Schiff kaputt machen oder so. Aber es gibt hier irgendwo diese komischen Schilderlein. Und die kannst du kaputt machen. Eine blaue Stelle. Nee, ah, nee, ich weiß, wo ich hin muss. Ah, geh da raus. Ich weiß, wo ich hin muss. Dankeschön. Aber die geben übelst Münzen ab, also wenn das hier so weitergeht, dann sollten wir es eigentlich hinkriegen. Ja, weiß ja nicht mehr, wie, man weiß ja nicht, wie lange das da Level geht, ob wir hier nur die eine Seite vom Schiff auseinandernehmen müssen, aber ob wir beide Seiten vom Schiff auseinandernehmen müssen. Da brauche ich einen R2, du hast nicht zufällig einen R2 dabei. Also eigentlich muss doch einer im Schiff drin sein, oder? Doch, ich habe einen bei mir drin sitzen. Echt? Okay, kommt der auch mit raus, wenn du irgendwo hingehst? Nee. Schade. So, jetzt habe ich das hier endlich freigeschalten. Oh, danke schön. Wie bist du überhaupt? Ja, wo bist du? Ich will wissen, wo du bist. Ich bin immer noch eine Etage tiefer. Ach so, ja, wir müssen aber nach oben, glaube ich. Ja, das muss ich, aber ich habe es hier endlich mal freigeschaltet. Einfach, weil du es kannst. Ich glaube, ich bin hier auch auf dem richtigen Weg, oder? Oh, nein, getroffen. Bin ich nicht. Boom! War schon vorbei. Das tolle, unbesiegbare Schiff? Tja, in 8 Minuten haben wir es trotzdem in den Boden gerammt. War wohl doch nicht so ganz unbesiegbar. Ja, ich war eigentlich in dem anderen Schiff drin, aber egal. Aber psch. Und R2 hattest du in meinem Schiff drin übrigens. Echt? Also wieso sind jetzt die Level hier so kurz? Das verwirrt mich. Weiß ich nicht. Aber weil es Fluglevel sind. Die Fluglevel waren normalerweise immer ein bisschen kürzer. Eigentlich eher länger. Nee, also die Fluglevel im anderen Lego-Star-Wars-Spiel war nicht so besonders lang. Wenn du dieses Fluglevel denkst, das erste Level in Episode 3, das war nicht so besonders lang. Das war nur ein bisschen. Minikit, kein gar nichts. Ja. Yeah. Wir kriegen einfach nichts. Wir haben uns nichts verdient. Wir waren böse Jungs. Warte mal, was ist eigentlich der Kampfstil von Anakin? Der kämpft zweihändig. Ah, man kann den Missionsauswahlbildschirm auseinandernehmen. Oh, du Schuss, wie kannst du nur? Dann können wir ja gar keine Missionen mehr anwählen. Nein, deswegen ist das Spiel jetzt auch vorbei. Dankeschön fürs Zusehen. Bist ein Idiot. Nein, bist du natürlich nicht. Was wolltest du so gerade sagen? Wie viele Steine haben wir jetzt eigentlich? Können wir da unten nicht mehr was freischalten? Fast 500.000. Nee, ich meine goldene Steine. Weiß nicht, 6 vielleicht? Wo kann man sich eigentlich die Figuren kaufen? Hier, Charaktere.
Die Figuren kannst du wahrscheinlich kaufen, wenn du zu ihnen läufst. Die müssen hier auf dem Schiff rumlaufen und dann kannst du zu, so wie bei der Lego Herr der Ringe, so war das glaube ich auch irgendwie. Also. Ja, Saruman, sag ich nur. Ja, richtig, Saruman. Aber du kannst hier immer einen auswählen, wenn du spielen willst. Also hier ist praktisch dann der Auswahlbildschirm und du musst sie nicht mehr finden dann. Naja, doch, finden musst du sie auch, weil du kannst sie hier nicht kaufen in dem Auswahlbildschirm. Sie Nein, aber wenn du die Figur gekauft hast, ja, dann kannst du sie aus... Ja, weil ja, normalerweise ja. In Lego Star Wars im ersten sind die dann einfach rumgelaufen. Ja, gut. Ja, stimmt. Und du musstest sie dann finden, wo sind sie jetzt? Das ist immerhin ein Fortschritt zum ersten Lego Star Wars, das ist natürlich wahr. Wahrhaft wahr. Ey, wo bin ich jetzt? Weiß nicht, du bist wieder da, wo die Star Wars Musik läuft, die komische. Aber da hinten rechts brauchten wir, glaube ich... Ja, da hinten rechts brauchten wir, glaube ich, mehr Steine. Da brauchten wir 10 goldene Steine oder so. Und wir haben 6, 7. 10 haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Wir bräuchten vor allen Dingen mal einen Kopfgeldjäger, dass man hier ein bisschen aufräumen kann. Tja. So Cat Bane oder so. Haben wir aber leider nicht. Ich habe gerade irgendwas Cooles zusammengebaut. Was hast du zusammengebaut? Den brauchen wir? Einen unsichtbaren. Okay. Schau mal, hinten, wie viele Steine wir da brauchen. Okay, wird getan, Chef. Ich glaube, es waren 10. Wir müssen doch darstellen, wie viel wir haben. Ihr habt 10. Alter, wir haben ja echt nichts. Wir sind ja schlecht, wie die Nacht. Oder so ähnlich. Aber ich würde trotzdem mal... Was machst du hier, Arschgeige? Weiß ich nicht, er verfolgt dich. Die laufen überall auf allen Decks vom Schiff. Aber ich finde, Ahsoka hat wirklich den besten, also den coolsten Kampfstil. Kann ich so sagen. Gibt wahrscheinlich so ein bisschen, ja doch. Es gibt bestimmt noch ein paar andere, es gibt wahrscheinlich nur so 5 Kampfstile oder so und jeder hat... Und die verteilen sich dann auf die verschiedenen Charaktere. Das ist hier der Starkiller-Kampfstil. Ja. Plo Koon hat, glaube ich, den Anakin-Kampfstil mit 2 Händen. Aber ich würde echt gerne mal wissen, was hier der Unterschied ist, ob wenn ich das reinstecke oder nicht. Dann kannst du nicht hochfahren im Lift, wenn es nicht drin ist. Warte mal, wo ist Padme? War hier nicht eine Padme gerade eben noch rumgewatschelt? Warum habe ich sie umgebracht, verdammt? Sie ist bei mir oben, warum? Komm mal runter mit Padma, weil hier können diese Leute da... Oder, ja, der müsste eigentlich auch gehen, ist ja eigentlich egal. Hey, was gibt's da Tolles? Kann ich nichts machen. Ja, hier, siehst nicht. Du dieses Kreuz, da können die... Da-dum-dum-da-dum. Sexy. Oh ja, sexy Padma und so. Ey, der hat geblockt. Sauerei, wieso hat der geblockt? Hier, da vorne, ja. Da kann ich mir eine Kette herzaubern. Ah! Da gibt es noch eine weitere Ebene hier oben. Und da gibt es sogar einen roten Stein. Hey, da kriegen wir unseren ersten roten Stein. Siehst du, hättest du mich nicht, ne? Oh, ich habe hier auch schon wieder ein paar Steine geholt. Ja. Nur brauchen wir dafür 10 Millionen Steine. Für was? Für den da. Und was macht denn der? Punkte mal 6. Da. Hier können wir was zusammenbauen. Hey, das ist wieder ein neuer Part hier freigeschaltet. Ich bin einfach gut. Kann ich hier machen? Dafür kann ich nur rausfahren. Kann ich meinen Laserschwert eigentlich sehr hochwerfen? Ja. Ah. Ich verstehe langsam, wie das hier funktioniert. Und das Gute ist, du kannst dann mit dem Laserschwert auch mehrere Ziele gleichzeitig anvisieren und treffen. Hey, ach, hier ist es nicht das Krankenhaus, wo Padme stirbt? Nein. Ah ne, das ist da, wo du die Charaktere dir zusammenbauen kannst. Echt? Geil. Jo, das machen wir mal. Ja, das haben wir im letzten auch gemacht. Es gehört dazu. Muss mal sein. Aber am meisten macht es eigentlich eher Spaß, wenn du viele Charaktere freigeschaltet hast. Ich weiß gar nicht, vielleicht sind die Sachen dafür trotzdem jetzt schon freigeschaltet. Könnte sein, dass man die... Ja, so dich brauchen wir nicht. Nicht für ungut. Name. Bin ich hier richtig? Ich will keinen Namen. Ich bin kein Name, ich bin Charakter. Ach so. So. Will ich nicht KL. Ach so, man kann einen Standard wählen, den kann man dann bearbeiten. Ja. Welchen Held nehme ich denn? So aus. Ich will machen den Held mal A. Held A. Hey. ja, ich würde sagen, es steht hier, aber... Da müsste ich... Anakin üben. Mit Titties. Oh Gott. Da. Oder was gibt's noch? Yes. Oh ja, also. Du bist heute wieder besonders schön, muss ich dir sagen.
Ja, man hat also nur die Gesichter von den Charakteren, die man auch schon hat. Achso, es gibt gar nicht alle Helden. Nehmen wir den P-Helden. P für Protokoll. Man kann hier Codes eingeben. Ja. Okay. Und was macht das dann? Weiß ich nicht. Ach, das ist der Code von dem Charakter, den du dir erstellt hast. Der generiert dann einen Code. Und den kann dann jemand anders nachbauen. Das erste, an der siehst du dann, was du auch veränderst. Guck mal, gelbes Laserschwert. Wir können. Oh, ja, grün, blau. Ich nehme mal das da. Ja, doch, es scheint alles schon zu geben, alle. Alle Köpfe, oder? Nee, gar nicht. Das ist ja noch langweilig. Nee, ich will. Ich will den Helm haben. Den will ich. Was ist denn das Schönes? Oh yeah. Nee, also diese Pistole bringt's nicht, wollte ich nur mal gesagt haben, ne? Welche? Nehmen wir mal eine andere Waffe. Ein gelbes Laserschwert. Und vor allen Dingen mal einen anderen Kopf. Also Plukon ist zwar ganz nett, aber... Was hast du gegen Plukon? Hey, der sieht scary aus, den nehme ich. Nein, nicht den, den. Scary Movie. Nee, welchen? Hm? Oh Gott. Nein, einfach gruselig, guck mal. Steht hier. Yes! That's my boy. Nein? Hast es kaputt gemacht. Jawohl, jetzt habe ich auch gleich einen schönen Helden. Einen sexy Helden. Warte, warte ab. Gleich habe ich den sexy Helden überhaupt. Guck mal, hier ist noch ein roter Stein. B-Taste. Im Dunkeln leuchten. Na, brauchen wir nicht. Doch. Doch, das brauchen wir. Es sind nur 25.000, die hast du gleich wieder drin, machst ein Fluglevel und bam. Bam, und schon wieder da. Ja, wir haben echt noch viel zu wenig Auswahl hier, das ist... Da macht das keinen Spaß. Wie gesagt, Spaß. Das macht am meisten Spaß, wenn du dann eben... Wenn du eben viele Charaktere freigeschaltet hast. Na gut, dann lass mal das... Warte mal, wo fahre ich jetzt hin? Ich fahre anscheinend nochmal runter. Geht's nochmal einfach unten. Sehr sexy Frisur übrigens. Ah, da kannst du wahrscheinlich die Charaktere... Ah ne, das sind die Minikits, sind da unten. Sind dann wahrscheinlich Charaktere, die du freischalten kannst, wenn du es irgendwie mal geschafft hast. Alle Minikits in einem Level zu bekommen. Okay, wie viele? Das sind irgendwie sehr viele. Was wir irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Ich brauche eine R2-Einheit, die ich aber nicht habe. Die kannst du nur. Solltest du dir mal eine holen. Das Schiff ist irgendwie gar nicht mal so klein, es ist sogar relativ groß. Und wie viele Charaktere es hier gibt, Wahnsinn. Es ist auf jeden Fall größer als die Kantine. Ja, ich meine, die Quarantäne hat aber auch einen großen Bereich. Alter, guck mal, wie viel das hier sind. Ja. Ist nicht mehr lustig. Da kommt noch einiges auf uns zu, befürchte ich fast. Einiges an Leveln, die wir bestehen müssen. Bestreiten müssen. Ich würde mal schätzen, es sind so 36. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, das ist, weiß nicht, 20 oder so. Und dann nochmal 40 Bonus-Level oder so, weiß nicht genau. Weiß ich nicht, also nicht mehr ganz genau. Hm, hier noch irgendwas? Nee. Was tust du? Du springst auf den Dingern rum. Hier hoch komme ich aber nicht. Ich würde sagen, wir fangen eine neue Mission an, allerdings verschieben wir das mal wieder in den nächsten Part. Wir legen hier immer so, wenn es zu kurz ist, irgendwie so Gammeldinger ein. Erkundungstour durch Schiff, was ja auch ganz interessant sein kann. Ja, weil wir das Schiff dann immerhin mal ein bisschen näher kennenlernen, aber ja. Bis dahin, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus, möge die Macht mit euch sein.